Also erstmal habe ich mir gestern so einen schönen Spa-Tag gegönnt. Das heißt, ich habe mich mal wieder so schön rasiert mit so einem Pinsel, aufgeschäumt, eingeschäumt, dann mit so einem richtigen Rasiermesser. Gucke mal fleißig Videos, wie das geht und verbessere dann immer mein Cut. Ey, und was soll ich dir sagen? Guck mal, mein Hals, keine Schnittwunden, nix. Nee, super. Nicht mal Rötung, weil jetzt habe ich nämlich einen neuen Trick. Sind ja, wir haben ja viele, du hast ja ziemlich viele weibliche Zuhörerinnen, das, vielleicht ist es ja interessant. Und zwar, Bin gespannt auf den nee, Tipp. ich wusste es nicht, wahrscheinlich wisset jeder andere Mensch auf der Welt, aber bei mir ist es so, wenn ich mir den Hals richtig mit einer Klinge rasiere, also mit einem Ja. richtigen Rasiermesser, mit einer Rasierklinge, dann habe ich da diese Rasierpickel am Hals. Und die sind dann auch so in 2 Tage da, diese Rötung. Und jetzt habe ich neulich gehört, dass man am besten nach dem Duschen sich rasieren sollte. Weil durch das warme Wasser und so, keine Ahnung, die Poren sich dann weiter eröffnet haben, keine Ahnung. Also auf jeden Fall meinte dieser Typ, dass man dann diese nicht bekommt, diese roten Flecken. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat dir Und das geholfen. hat wirklich funktioniert. Ich habe auch gestern keine Rötung gehabt, mich auch nie geschnitten, Was du ja immer nix. kriegst, wenn du jetzt zu so einem Barbershop gehst und die dich rasieren mit dem Rasiermesser, dann machen die dir ja so 10 Minuten lang oder 15 Minuten lang erstmal ein warmes Handtuch ins Gesicht. Was ja im Endeffekt Genau, das ist genau das der gleiche Gleiche. Effekt ist wie Ja. Duschen gehen. So. Bei meinem Barbier kriege ich das nicht. Kriegt noch eine warme Backpfeife. Und das ist das Geilste beim Barbier, wenn du da Ja, ist schon sitzt schön, ne? und dann rasiert er dich und dann macht er dir erstmal dieses warme Handtuch ins Gesicht und dann ist erstmal Feierabend. Dann Ich wird habe er das erstmal gemacht, geratzt, dann wird erstmal gepennt. also ich habe das nach dem Duschen zusätzlich gemacht, mit einem warmen Waschlappen in sich gelegt. Und ich muss sagen, ich hatte so ein kurzes Gefühl von Waterboarding gehabt. Also ich fand es irgendwie auch ein bisschen unangenehm und dachte so, ja, nee, über die Nase Ja, musst du ja nicht möchte über die das Nase nicht. machen. Nase und Mund kannst du ja Ja, aber freilassen. ich hatte ja nur einen Waschlappen. Ich musste mir das ja hier irgendwie Ja, deswegen ein Handtuch, hinlegen. ne? Ja, Kannst du die dir ja wickeln so das dann so schön rum, drum, ne? ja. Und lass ihn. Ja, ich werde mal zu einem richtigen Barbier gehen und vielleicht machen wir das mal gemeinsam. Frag doch mal deinen Barbier, ob wir da uns von der Kamera auch begleiten lassen dürfen. Dann machen wir da mal einen zusammen Freundschaftstag draus. Ja, könnte man ja mal überlegen. Gut, Gerade dann ein. begrüß doch mal deine Zuhörerin. Jo. Machen wir. Machen wir? Gut, siehst du aus heute. Ist eine Sehr schöne schön. Jeans an. Meine Jeans. Ja, gefällt mir die Farbe. Ist ein schönes Blau. Ist nicht Ich zu mag die dunkel, auch. nicht zu hell. Ist ein Ist von schönes. meinen zwei Jeans, die ich habe. Blaue Jeans. Blaue Jeans ist schwer. Meine lieblingsblaue Jeans. Ja, weil so zu hell ist irgendwie nicht cool, zu dunkel ist nicht cool. Manche haben so einen leichten Grünstich, manche haben zu sehr Graustrich und das ist ein richtig schönes Blau. Das ist so richtig schön abgewichst auch schon einfach. Ich trage die ja zu allem. Ich trage die ja, wenn ich in der Werkstatt bin, wenn ich arbeiten bin, wenn ich irgendwelche Freizeitaktivitäten mache, ich trage die ja immer. Und Aber ey, du deswegen hast wird. heute einen geilen Look, Alter. Schön die Sneaker, nice, weiße Socken, die blaue Jeans, schwarzer Hoodie mit schwarzem Cap. Du siehst heute auch nicht so zu durcheinander aus. Du hast heute so für mich einen entspannten Look heute. Geil. Und ich habe mir das vorhin einfach schnell zusammengesucht, Ja, weil ich irgendwie noch aber was anziehen musste. manchmal bist du ja farblich so, ja, ist mir egal. Ein Und bisschen heute ist bunter. alles so abgestimmt. Ja. Dann können wir so mal eigentlich Ich mal finde, so kann reinstarten. man richtig einsteigen. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, dem besten, ehrlichsten, besten, beste Freunde-Podcast exklusiv auf Spotify und überall, wo es noch Podcasts gibt. Ganz wichtig, wenn ihr Lust habt zu sehen, mit was ich gerade die Flasche aufgemacht habe, dann könnt ihr euch diesen Podcast auf Spotify anschauen oder Es ist nicht zu glauben. wenn euch das irgendwie zu unangenehm ist, gebt ihr doch das bei YouTube. Mir gegenüber, mein bester Freund Norman, der immer noch voll entsetzt ist. Und mit meiner Wenigkeit, Pete. Hey, Los geht's. ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du mich zum wiederholten Male in deinem Podcast eingeladen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe einfach gemerkt, dass es das besser funktioniert, Ja. wenn du dabei bist. Weil. Das E bei Söhne steht für, ey, Norm ist auch da. Genau, ne, weil ich hab gemerkt irgendwann, so ein Beste-Freunde-Podcast, da brauche ich einen Gast. Ja, So. brauch so ein, wie sagt man, so ein Side-Buddy? Nee, Ja, wie sagt ja. man, so ein Sidekick. Sidekick. Ja. Sidekick ist Du ein bist mein Wort. Robin, Alter. Von How I Met Your Mother Ja, oder welcher Robin, genau, Alter? ja. Nee, du bist mein Stimpy von Ren and Stimpy. Nee, du bist Was mein. ist denn das? Ren and Stimpy, Alter? Puh. Das ist einer der absurdesten 90er-Trickfilme, die es gibt, Alter. Das ist so Wer bescheuert. bin Das ich ist. noch? Wer bin ich? Bist du SpongeBob oder bist du Patrick Seestern? Du bist Mr. Krabs, Alter. Was?
Was? Was? Ja, ja. Weil du so geldgeil bist. Also außer, dass Sau der ist. Rot ist, habe ich sonst nichts mit Mr. Krabs gemeinsam. Doch, du bist auch so eine kleine kapitalistische Drecksau. Was? Nein, okay. Ich finde, nee, du bist Thaddäus. Kannst du mal bitte erstmal, ja, verstehe ich, aber auch scheiße, aber kannst du bitte erstmal für alle Leute, die dir zuhören, sagen, dass du das Kapitalistenschwein von uns beiden bist? Ja, eindeutig. Alter, ich bin super chillig unterwegs, Mann. Bin ich ein Kapitalistenschwein? Nein, im Gegensatz zu mir, im Vergleich. Nur mal so. Warum? Weil ich so keine Bambuszahnbürste zu Hause habe? Oder was? Oder? Du hast ja keine Zahnbürste zu Hause, du Schwein. Nee, aber nein, wie kommst du darauf, dass ich das kapitalistische Drecksschwein bin? Entschuldigung, aber ich glaube, wenn jetzt hier Monsanto anklopfen würde und sagen würde, ey, wollt ihr nicht mal Werbung in unserem Podcast machen für 80 Euro pro Jahr? Dann würdest du sofort sagen, ja, Alter, ey, Norm, 80 Euro haben oder nicht haben, ja, komm, Alter. Klar. Kleiner Monsanto-Spruch, warum nicht? Stört mich doch nicht. Ey, Top-Unternehmen, Leute. Ey, ja. Wenn ihr irgendwie hey, die Maiskolben haben, von Monsanto beste. Ja, die haben auch super Arbeitsbedingungen. Wirklich, weißt du, wenn du irgendwann ein Millionär bist, dann fragt auch keiner mehr, wo die Geld her hast. Ach so. Ich glaube, es sind schon viele Millionäre gefragt werden, wo die ihr Geld her haben. Gut. Also wir lassen das jetzt offen, wer der Kapitalist von uns bin ist. Du bist Robin von Batman. Du bist Thaddäus, du bist mein Thaddäus. Aber Thaddäus ist ja kein Sidekick bei SpongeBob von irgendjemandem. Thaddäus ist ja so ein Einzelgänger. Nee, wieso? Der einfach keinen Bock hat. Nee, ich wieso? Bin Sandy. Nee, wenn. Der Wahl? Nein, in diesem Glashelm. Achso, ich dachte, kennst du die Tochter von Mr. Krabs? Ja. Die war, nee, aber klar, also ich finde, guck mal, SpongeBob ist ja die Hauptfigur. SpongeBob? SpongeBob. Oh, come on. Sorry, ich war gerade eine Woche in London. Und we call it SpongeBob. Und ich finde schon, dass Patrick oder Thaddäus, dass die Sidekicks sind. Ich finde sind. Eindeutig. Bin ich SpongeBob und du Patrick Seestern. Also in dem Fall ist es nicht nur wegen den Namen eindeutig so. Okay. Das in dem Fall passt es. Aber ich bin gerne dein Sidekick. Man muss ja auch sagen, dass Patrick Seestern schon irgendwie so ein bisschen eigentlich der Main-Character ist. Für mich ist das in Ordnung. Ey, der ist so ein richtiger Dulli, ne? Also muss man ja wirklich mal sagen. Aber ja. Okay, wer bist du denn? Wer könntest du denn noch sein? Einen brauchen wir noch schnell. Gibt es noch irgendwelche Paare? Batman und Superman. Können wir nicht einfach Batman und Superman sein, beide? Aber dann will ich Batman sein. Und bin ich auch, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich mit Superman... Ja, ne? Du bist doch. So der Typ, so diese Locke und so, da würde dir stehen, ja, so ein Cape ich und dieser enge Anzug, das ist dein ja, Ding. Ja, aber ich muss sagen, ich würde an meinem Outfit nochmal ein bisschen arbeiten, weil ich finde es dann noch ein bisschen zu... Farblich oder von der Enge her? Ja, ich finde, was ich an Superman nicht ganz so gut finde, ist, dass der so ganz glatt gebürstet ist. Aber wisst ihr, was ich auch cool finden würde, wenn ich dann nicht einfach Batman bin, sondern Spider-Man? Das Ding ist, ich muss ja sagen, ich bin ja großer Spider-Man-Fan immer gewesen. Mhm. Also genauso wie Batman. Also eigentlich ist Batman bei mir auf Platz 1, Spider-Man auf Platz 2. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal voneinander trennt, weil es ist ja eines DC, andere Marvel, kann er bietet auf 1 sein. So. Aber Spider-Man hat so all diese Sachen, vor denen ich eigentlich Angst habe. Also erstmal ist er eine Spinne so. Ich mag Spinnen nicht. Mhm. Digga, ich habe ein Erlebnis gehabt am Wochenende mit einer Spinne. Sprich Alter, mit mir. Ich habe ja eigentlich keine Angst mehr vor Spinnen. Und ich habe, irgendwann ist es mal so weggegangen, habe ja früher riesige Panik gehabt. Ich hast konnte einfach mal so selbst für dich austherapiert, die Nummer? Ich habe einfach irgendwann mal eine gegessen. So, lebendig. Nee, aber ich habe halt irgendwie für mich so festgestellt, ey, so mach du deins, ich mach meins. So, du hast ja gar keinen Grund mehr, auf den Sack zu gehen. Mach. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Spinne sehe, sage ich hier, pass auf, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Du machst deine Sache, ich mach meine Sache. Mach kein Palaver. So, mach kein Palaver, ich mach zu. So, weißt du? Pass auf. Weil ich habe so ein paar, gibt so ein paar Stellen in der Wohnung, wo ich so denke, ey, da kletter da rein. So, und dann juckt nicht. Und dann juckt nicht. Unterm Fenster ist so ein kleiner Spalt. Dieses Haus hat ein bisschen versetzt, die Fliese. Ja. So, und dann klettert der da rein. So, pass auf. Ich also am Wochenende sitze da und mit dem PlayStation-Controller in der Hand und sehe auf einmal so eine etwas dickere Spinne die Wand hochkrabbeln. Und dachte erstmal so, So, und dann sitzt du so da und denkst du so, ja, okay, zockst jetzt hier eigentlich, bist mitten in einer Quest. So, Chipskrümel im Mundwinkel, Alter, die fettigen Finger an der Jeans abgewischt, damit du den Controller anfassen kannst. Und die Chipstüte auf dem Bauch. Genau, okay, der. So. Schön. Und die Spinne krabbelt so diese Wand hoch, hinterm Fernseher. Und ich gucke ihn so an und denke so, alt klar, irgendwie war er für mich so ein, ich weiß nicht, ob ich so eine Willy gesehen habe. Auf einmal, ich sehe immer so sofort einen Namen. Es sind eigentlich meistens eher deutsche Vornamen, aber irgendwie war das ein Willy. War auch für dich ein Maskulin? Also war mit so ein... Nee, er ist ein Flinker. So ein Flinker.
So innern, wo du so denkst, so, ah, der ist flink. Der war nicht so maskulin, sportlich, so nicht so ein Brecher, sondern eher so inner. So schlaksig, so ein Huschiger. So ein Huschiger, so inner, der, ein Flinker halt. So inner, der bouldert. Ja, genau. Ja. Der hier auf diese Strippe, was man zwischen Bäume klemmen kann. Ah, ne? Slackline. So? Ein Slackliner. Slackline, habe ich früher mal gedacht, das ist irgendein Begriff aus dem Stripclub oder so. Die Slackline? Ja. Die Slackline. Egal, so, ich verfange mich. Auf jeden Fall finde ich auch, dass der, also Spinnen krabbeln ja jetzt nicht super schnell. Aber ich hatte so das Gefühl, dass der so 2 bis 4 Nanosekunden schneller krabbelt, als ich das so üblich wahrnehme bei Spinnen. Mhm. Und dachte so, alt klar, Willi ist ein Flinker und habe gesagt, okay, Bruder, pass auf, wir machen so. Ich habe dich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Kletter wegen meiner da lang, mach hinterm Fernseher, such dir eine Stelle. Gut, ich mach zu. Alles klar. 2 Stunden später. Die PlayStation ist aus. Den Stuhl beiseite geschoben. Ich nehme mal hier vom Esszimmertisch so einen Stuhl. Liege auf der Couch. Mhm. Habe jetzt die Serie Atlanta angefangen. Mit Donald Glover. Cool. Gucke die Serie. Und möchte pinkeln gehen und liege auf der Couch, möchte also so aufstehen. Das heißt, ich hebe also meine beiden Beine an und möchte diese auf den Boden setzen. Mhm. Und in dem Moment sehe ich Willi unter der Couch vorlaufen, da so hin, wo meine Füße sind. Ich also meine Füße wieder zurückgezogen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der gruseligste Moment. Ich nehme mein Handy und mache die Taschenlampe an und leuchte Willi an, wie er da gerade auf der Couch klettert. Pass auf. Und Willi guckt ganz erschrocken in meine Augen und in diese Handyleuchte, pass auf, und springt mit einem Satz unter die Couch zurück. Der ist, pfusch, der war weg. Der ist nicht zurückgelaufen, sondern der ist gesprungen, Alter. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich möchte auch gerne mal wissen, was das für Spinnen in Deutschland gibt, die irgendwie so. Also ich weiß gar nicht, ob er springen kann, sondern das sah so aus. Es gibt als, ja Sprungspinnen. Ja, aber das sah so aus, als hätte man den so aus an einem Faden oder so wieder so unter die Couch gezogen, weißt du? Also der war so. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, also keine Ahnung, was los war, ob ich schon übermüdet war oder so. Aber Fakt ist, ich möchte jetzt nicht lügen, was würdest du schätzen, wie weit ist das? Was ist das gerade für ein Abstand, den ich zeige? Sind das 20 Zentimeter oder? Ja, 25 Zentimeter. Mhm. Und so weit war der unter der Couch schon vor. Und als ich den angeleuchtet habe, ist der wirklich mit einem Satz weg gewesen. Okay. Der. Und hat er sich nicht einfach nur schnell bewegt? So, nein. Nein, das war wirklich, der ist nicht schnell gelaufen, sondern der war wirklich so, der war weg. Mhm. Der. Und ich stehe so da. Ich so, okay, Alter, was habe ich jetzt für Optionen? Hattest du dann in dem Moment Angst, dass er dich da wieder anspringt? Oder? Nee, in dem Moment habe ich vor allem Angst gehabt. Ich wusste ja nicht, was los ist. Kommt der jetzt mit dem Wasserwerfer da drunter vollgeklettert oder so schmeißt irgendwann den Kopf, Alter. So Top-Gun-Verkleidung. War ja Karneval. Ich habe wirklich. Nee, war wirklich, für mich war der in dem Moment so unberechenbar, dass meine Angst vor Spinnen komplett wieder da war. Oh, fuck, ey. Und weil der war halt, war auch nicht klein, das Vieh, ne? Also war schon eine ordentliche Spinne so. Und halt vorher den noch so schnell krabbeln gesehen und bla, und dann war der auf immer weg. Ich so, okay, was mache ich jetzt? Also ich irgendwie erstmal so über die Couch rübergelaufen zum anderen Ende und dann da runtergegangen, damit ich erstmal Sicherheitsabstand von 50 Zentimeter habe. So. Und dann habe ich mich erstmal auf den Fußboden gelegt mit meiner Handylampe. Und man muss ja mal wirklich eins sagen, ist ja alles schön mit den Handys, die ihr da erfunden habt und so, ne? Alle diese so schönen Geräte. Aber diese Taschenlampen sind doch für den Arsch. Die sind doch krass, die Dinger. Ja, Alter. Aber die streuen so weit, dass du damit halt nicht besonders punktuell leuchten kannst. Aber ich wäre ja nicht, Entschuldigung, ich wäre ja nicht Captain Monk, wenn ich nicht auch wenigstens eine gute Taschenlampe im Haus hätte. Mhm. Nur leider habe ich die nicht gefunden, weil ich nehme eine Taschenlampe immer mit in Urlaub. Ist bei mir so, gehört in die Packliste. Ja, gehört. Mann, wenn man sich eine Packliste macht. Digga, so ja. Du hast also quasi, und das könnt ihr nachhören, ich habe eine andere Folge darüber, du hast also eine Taschenlampe dabei, eine kleine Leseleuchte für dein Buch dabei und dann hast du immer eine Taschenlampe so noch dabei. Im Handy meinst du? Nee, du hast doch gerade zu mir gesagt, dass du dir auch Taschenlampen mit in Urlaub nimmst. Ja, nee, diese eine Taschenlampe, die ich besitze, die nehme ich immer mit in den Urlaub auch. Ja, also das heißt, also du nimmst eine Taschenlampe mit in Urlaub, ja. Eine Leselampe für dein Buch und dann hast du noch eine Taschenlampe im Handy. Ja. Wahnsinn. Okay. Ja, für was bereitest du dich da eigentlich so vor? Die Taschenlampe im Handy benutze ich gar nicht, weil die für den Arsch ist. Achso, und für was nimmst du denn die Taschenlampe in Urlaub mit?
Boah, Alter, da kann ich jetzt 1 Million Szenarien nennen, von erstmal bis Stromausfall. Okay, ganz kurz. Und bis in einem fremden Haus. Hast du schon mal gebraucht? Was ist mit einer Nachtwanderung? Hast du die schon mal gebraucht? Taschenlampe, die Urlaubstaschenlampe? Das war Arschloch. Ja. Okay, gut. Erzähl weiter deine Einfach nur, um nachts aufs Klo zu gehen zum Beispiel auch. Ah. Wie gesagt, es ist ja ein fremdes Haus. Also ich bin ja so, zu Hause mache ich ja nie Licht an, wenn ich nachts pinkeln gehe und so. So, und, aber wenn ich jetzt im Urlaub in einem fremden Haus bin, dann finde ich schon. Jetzt ist doch nicht das Haus, wo du übernachtest, sondern du gehst einfach in fremde Häuser. Das ist ein Problem. Ich gehe immer in fremde Häuser. Ich gehe dann immer aus dem Hotel raus und dann gehe ich immer in so fremde Häuser rein. Ja, ich mach das jetzt so, dass ich immer, wenn ich ankomme in einem Fame-Haus, dann mache ich erstmal überall das Licht aus und probe nachts den Pinkelgang. Das ist mal Generalprobe. Ah, nein, Mann. Aber hast du keine Taschenlampe? Zu Hause? Ja, generell. Nee. Du besitzt keine Taschenlampe. Nein. Okay. Aber, also verstehe ich, dass man jetzt nicht sofort denkt, oh, ich muss mal eine Taschenlampe holen. Aber mach mal. Es ist geil, eine Taschenlampe zu haben. Es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit. Auch so irgendwie, wenn man mal im Keller muss oder irgendwo, wie ihr sagt, mal unter der Couch was leuchten muss oder so, eine Taschenlampe zu besitzen. Ich sehe in meinem Leben keine Verwendung für eine Taschenlampe. Tja. Weil ich habe ein Handy, was eine Taschenlampe hat. Ja, du brauchst ja auch, wenn du von einer Taschenlampe angeleuchtet werden willst, musst du ja nur über die Grenze in der Schweiz fahren, wa? dann leuchten auf einmal 3 Taschenlampen in deine Fresse. Ja. Was ist denn mit ihrem Auto? Wo kommen denn die Nummernschilder her? Auch das könnt ihr in einer anderen Folge nachhören. Okay. Naja, also ich bringe mal die Geschichte zum Ende langsam. Ich habe also eine halbe Stunde diese Taschenlampe gesucht, weil ich die anscheinend letztes Mal im Urlaub dabei hatte. Und dann nicht an den Ort zurückgepackt hat, wo sie eigentlich liegt. Und währenddessen habe ich natürlich Panik gehabt, was mit Willi ist, weil der kann ja dann sonst wohin verschwinden. Ja, sonst was machen. Ja, sonst was machen. Auch so, ne, sich eine Festung bauen. Kabel rausziehen beim Fernseher. Sich ein Katschi bauen. So ein Katschi finde ich auch geil. Meinst du, dass alle Leute Katschi sagen zu einer Steinschleuder? Ich kannte bis eben gerade, dass du, also ich habe darauf gehofft, dass du... Kennst du das Wort Katschi nicht? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur Steinschleuder. Du hast also als Kind gesagt, oh, wie man die Steinschleuder bauen, ja? So. Ich habe mit anderen Sachen gespielt in meiner Kindheit. Du hast dir noch nie eine Zwille gebaut? Ah, Zwille kenne ich. Zwille. Ja, Zwille. Zwille, Zwille ist so Zwille westeuropäisch. Zwille klingt auch wie so ein Spitzname von so einem Typen. Natürlich. Mal, kommt Zwille heute auch noch vorbei? Es ist doch auch so. Wir kennen sogar ihn, den wir mal Zwille genannt haben. Ach so. Ja. So, auf jeden Fall habe ich also die Taschenlampe irgendwann gefunden. Lag dann auf dem Boden im Wohnzimmer mit der Taschenlampe, hab unter die Couch geleuchtet und dachte so, ja okay, klar, die sollte ich vielleicht nächstes Wochenende auch mal in die Mitte des Wohnzimmers schieben, ja, um dort auch einfach mal wieder zu kehren. Ja. Weil es sind mir etliche Salzstangen und Knabberzeug begegnet. Ich frage mich auch, wie das da hinkommt, Alter. Ja, Ebert, so hinter und unter Couchen passt es nicht. Oder auch in den Sofa, in der Ritze von den Polstern. Ja. Nicht gut, nicht gut, Alter. Ah, unsere Couch ist auch ein Hurensohn, weil die einfach so von der Höhe her, die hat so eine Höhe, dass da viel Zeug runterkullern kann und so. Wenn dir irgendwas aus der Hand fällt, kullert es immer unter die Couch, ist aber leider 0,5 Zentimeter zu tief, damit der scheiß Staubsaugerroboter runterpasst. Oh, fuck. Das ist ein Ditte, Alter. Okay, schon mal überlegt, einfach da Brettchen drunter zu machen, dass die höher steht, dass der dann Staubmann da runterfahren kann? Ja, wie sie kriegt optisch nicht hin. Wie sieht denn das aus? Nee. Ja, besser. Auf jeden Fall, ich habe Willi nicht mehr wiedergefunden. So, Ende vom Lied ist, ich habe Willi nicht mehr wiedergefunden, habe mich dann vom Wohnzimmer verabschiedet für den Abend, habe gesagt, alles klar, ey, 1-0 für Willi, ich mache jetzt hier zu, mal gucken, Willi ist mir seitdem auch nicht mehr begegnet und war komisches Gefühl, aber ich bin dann einfach ins Bett gegangen, weil ich dachte so, Alter, in diesem Zimmer hier habe ich heute nichts mehr zu melden. Okay, krass. Mich hätte, glaube ich, keine Ruhe lassen, ich hätte, glaube ich, die Couch verschoben. Habe ich ja auch gemacht. Also ich habe schon ein paar Sachen gemacht und geguckt und die ein bisschen vorgezogen und so. Der war weg. Aber hättest du ihn vielleicht nicht irgendwie locken können mit so einer Erdnuss oder so? So ein bisschen so ein kleines Schälchen hinstellen. Mit so einem Chicken Nugget. Ja, vielleicht hättest du ihn irgendwie noch schnell im Ofen ein paar Nuggets gemacht. So Spinnenrufe, so lockende Spinnenrufe von so einem Spinnenweibchen. So in den verschiedenen Spinnen. So Spinnensounds, die man so vorspielt. Das ist bescheuert. Ey, frag mich eigentlich, warum ich dich nicht angerufen habe an dem Abend. Ja, Risiko nicht. Ja. Das wäre wozu hat man eigentlich einen besten Freund? Ja, anscheinend brauchst du mich ja nicht in deinem Leben. Gut. Du kriegst ja, ey, Alter, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Also, wir haben jetzt eine halbe Stunde.
Das ist amtlich, Alter. Das ist amtlich. Wenn eine Spinne erzählt. Ja, das ist 20 krass. Minuten jetzt vielleicht hört die auch den Podcast. Sitzt er da mit so Klingkopfhörern unter der Couch und denkt sich so, was ist das für ein Scheiß hier, wohne ich? Aber der war so, weiß ich auch nicht, Willi und ich, also da war auch nicht so eine Sympathie da, wie sonst. Der hat wohl bestimmt Android oder so. Keine Ahnung. War irgendwie, da war nicht so, da war kein Vibe irgendwie. Ey, okay, pass auf. Wo wir jetzt, ich will mal zu einer Sache von dir noch eine Meinung hören, was mich mal interessiert. Wir klappern jetzt mal so ein paar Themen ab, die gerade so aktuell sind. Und ich mache jetzt mal den Lanz, ich interview dich jetzt einfach mal schnell. Du mich? Ja, und dann haust du mir jetzt einfach mal deine Meinung dazu um die Ohren. Und okay. Zwar. Apple Vision Pro. Was hältst du von dieser neuen VR-Brille von Apple? Dachte, jetzt kommt irgendwas über das Leben. Ja, irgendwas, ich werde so links und rechts springen, Alter. Ich werde jetzt einfach so. Kannst du die Frage bitte präziser stellen? So, was halte ich davon, finde ich so, was meinst du genau? In Bezug auf was? Also ob ich nein. Ja. Hä? Ey, dich setze ich mal in eine Talkshow, Alter. Du machst die alle verrückt. Ja, ich habe mir das ist nämlich dieses Ding. Mhm. Mir werfen mal alle vor, dass ich so viel, super viel rumschwache. Also eigentlich alle. Du. Ich so, hab dir den noch nie vorgeworfen, dass ich mal monologisiere das Wort schon, dass ich rumschwafel und nicht auf den Punkt komme. So. Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, die Leute mehr zu mir zu bringen. Also ich brauche eine sehr präzise Frage, dann kann ich auch eine präzise Antwort geben. Okay, kannst du dir diese Brille für deinen privaten Gebrauch vorstellen? Nein. Okay. Siehst du, so kurz kann es gehen. Versuch mal den Trick anzuwenden. Ja, schade, ich hätte aber ja eine mehr von dir jetzt gehört. Achso, jetzt willst du mehr wissen. Nee, ich sag mal so, für die Arbeit, ja. Für die Arbeit, wirklich? Na, für die Arbeit ist ja cool, dann kannst du dir einen super Bildschirm machen und noch einen und so. Krass. Ich glaube, zum Arbeiten ist das bestimmt cool. Krass, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wa? Also ich würde es mir gerne ausprobieren, aber ich hätte die einfach nur so aus Spaß zu Hause auf. Dann natürlich so aus Entertainment-Perspektive finde ich das auch cool. Also das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Wie es damit ist zu zocken oder ich habe jetzt ehrlich gesagt mich damit nicht auseinandergesetzt und ich weiß nicht, ob man die überhaupt damit zocken kann oder nicht und so, aber aus der Perspektive schon interessant so als Entertainment und halt zum Arbeiten, aber so was mich schon gruselt ist so, dass so diese draußen damit rumlaufen. Das ist krass, ne? Und dass das wie so ein Handyersatz werden könnte. Die Perspektive finde ich äußerst schon mulmig. Wild, wenn du die alle da in Los Angeles da mit Auto fahren siehst und so, ja, und die da so für einen Quatsch machen. Ich stell mir äußerst komisch vor, so in der Bahn zu sitzen und dann sitzen so Leute um mich herum mit diesen Brillen auf oder wenn man irgendwie im Flugzeug sitzt oder also generell so im Fern- und Nahverkehr finde ich es irgendwie komisch oder draußen. Aber zu Hause so als Entertainment-Ding, wie so eine VR-Brille oder sowas. Weißt du, was krass ist? Ich habe noch niemals in meinem Leben so eine generell so eine VR-Brille oder wie das heißt, aufgehabt. Also das gibt es ja jetzt schon sehr lange zum Spielen hier, auch von PlayStation und so, ne? Ja, ist jetzt gar nicht mehr so der neueste Shit, ne? Ist schon ein bisschen angekommen. Wie heißt das alle? PlayStation VR, Oculus Drift, diese Sachen. MetaQuest heißt die andere Quest. Genau, und die sind ja eigentlich alle nur zum Zocken, oder? Nö. Oder sind das? Nö. Du kannst auch, ich glaube von Meta, diese Quest 3, die kannst du auch nutzen, um Sport zu machen. Mhm. Was ich nicht so ganz verstehe, aber das ist mir auch. Okay. Ja, also aus Perspektive von Zocken finde ich es spannend. Gut, haben wir das abgeklärt? Nächste Frage. Bist du dazu ohne Meinung, oder? Ich finde, ich würde sie gerne privat haben wollen. Aber ganz, also, das mache ich dann ganz heimlich für mich, sondern ziehe ich alle Vorhänge zu, dass mich keiner sehen kann. Ja. Und dann würde ich gerne mal gucken, was man damit alles so für einen Schabernack treiben kann. Ja, klar, neugierig bin ich auch total. Was ich ja interessant finde, ist beim Thema Kochen. Wenn du jetzt kochst, nimmst du dir die Ofen und dann hast du dann in deinem Blickwinkel so das Rezept oder so, oder vielleicht das Tutorial-Video auf YouTube, wie man das Risotto macht oder so, und dann kannst du dir das mal da parallel dabei angucken. Finde ich stark. Finde ich eine starke Sache. Nee, das stinkt für mich so ab gegen einen Zettel, wo das Rezept einfach draufsteht und einem Tablet, wo das Video auf YouTube läuft. Vertrau mir mal. Du kannst nicht mal ein Kinderbueno essen. Was ist denn heute los? Kann ich dich mal sauber machen? Ja, die krümeln irgendwie so ein bisschen rum. Was ich auch noch geil finden würde, wäre, das habe ich aber tatsächlich schon gesehen. Du setzt die auf und dann kannst du aus der Hausarbeit so ein Game machen. So dass du mit dem Staubsauger, wenn du saugst, so Punkte einsammelst. Ja, das habe ich auch gesehen. Das würde ich lustig finden. Ja, ich glaube, das ist cool. Klingt mega spannend. Mhm.
Also auf dem Boden werden Münzen projiziert und die, saugst und du die weg. Kannst du so wegsaugen und also der Raum wird vorher gescannt und dann weißt du, wenn du alle Münzen weggesaugt hast, dass die ganze Wohnung sauber ist. So, mega nice. Das ist eine coole Idee, finde ich auch witzig. Und was ich, glaube ich, auch cool fand, generell ist so für Sportbegeisterte dieses Ding so, du kannst halt dir irgendwie ein Fußball- oder Footballspiel oder so angucken und kannst dir dann irgendwie links die Ergebnisse und rechts die Aufstellung und bla, diese ganzen Daten einblenden. Oder ist jetzt für mich nicht interessant, weil ich jetzt keinen Sport gucke. Ich weiß nicht, ich mag ja Boxen gerne. Ich weiß nicht, ob da, was man da jetzt so großartig einblenden könnte. Außer doch, manchmal wäre schon interessant. Ich habe das schon oft, dass wenn ich einen Boxkampf gucke, dass ich dann so denke, oh, was wiegt der eine jetzt nochmal? Was wiegt der andere? Mhm. Wie groß ist der? Wie lang sind seine Arme? So diese Daten, die sind schon interessant. Und ich vergesse es, man kennt das natürlich nicht auswendig. Kannst du natürlich dann auch mit so einer Brille Serien gucken, während du auf Klo sitzt. Ist auch mega nice. Ja, nee. Finde ich sehr lustig. Nee. Nee, gut. Okay, gut. Haben nächste wir Frage. Kannst du den, jetzt war ja Football, kannst du damit irgendwann anfangen? Ist das was du guckst? Nee, ich habe ehrlich gesagt das noch nie gesehen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie dieser Sport funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wissen die selber auch nicht so richtig. Aber weißt du, was ich manchmal ein bisschen schade finde? Ich glaube, diese Halbzeitshows, die ja gerade auch in den letzten Jahren sehr Hip-Hop-lastig und R&B und so weiter, urbane Kultur etc. waren, ich glaube schon, dass mich das, dass ich das geil finden würde. Okay. Und auch die Werbespots, die dafür ja immer so produziert werden. Die sind da tatsächlich alle immer sehr cool und krass. Ja, das wird ja dann immer danach, Super Bowl wird ja immer heiß, das ist gut, dann geht ja immer am nächsten Morgen in Werbeagentur und die E-Mail rum mit den coolsten Super Bowl-Spots. Ja, da passieren ja auch wirklich Dinge, wenn du da einen geilen Spot platzierst und so. Da kannst du ja wirklich Umsätze machen. Ist schon der Holy Grail. Und so. Das ist natürlich irgendwie schon spannend, glaube ich, wenn man sich das dann so anguckt und dann sitzt da irgendwo eine Beyoncé und ein Jay-Z und da sitzt irgendwie ein Justin Bieber rum und dann so übelst viele Superstars und so, die entweder zuschauen oder auftreten. Was ich aber krass finde, ist, ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 10 Jahren, da war das irgendwie noch so ein, da gab es schon viele Leute, die gesagt haben, ey, kommst du vorbei, Super Bowl gucken, wir machen hier die Nacht durch und essen irgendwie fettiges Zeug und machen uns Pommes und Hotdogs und so. Und da dachte ich so, ja, irgendwie strange, aber wir feiern ja auch Halloween und ich meine, jedes Event ist irgendwie das wert, wenn es Menschen zusammenbringt. Ich bin auch ein super großer Freund von all diesen Sachen wie Valentinstag und hast du nicht gesehen, so am Ende des, also am Ende des Tages sind es alles irgendwie Events, die dazu führen, dass wir Menschen uns irgendwie mal wieder ein bisschen zusammenkommen. Und deswegen finde ich das immer doof, wenn Leute so sagen, ja, kann man doch an jeden Tag machen, man kann sich an jeden Tag mit seinen Freunden treffen, man kann jeden Tag seinem Partner eine Blume mitbringen und bla bla bla. Aber machen ja die wenigsten. Deshalb ist das ja schön, dass es solche Tage gibt. Ist meine Ansicht. Okay. Und deshalb fand ich das ja auch eine Zeit lang lustig, dass dann so diese Events gemacht worden sind. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das wirklich Leute gucken. Also die diese... Mit Absicht. Ja, dass um wirklich die, Leute um jetzt verstanden haben, wie Football funktioniert. Ja, und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das dauert ja auch ewig, so ein Spiel, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du nur einmal im Jahr, oder wie oft schon findet es statt? Einmal im Jahr oder zweimal? Nee, der Super Bowl findet einmal im Jahr statt, aber die spielen ja trotzdem nebenbei noch. Aber wenn du dann nur einmal im Jahr dir diesen Sport anguckst, dafür den Aufriss zu machen, das dann irgendwie die Spielregeln zu lernen und zu verstehen und auch die Mannschaften eigentlich nicht so richtig zu kennen und so. Also wenn jetzt jemand wirklich Football guckt, weil er so ein Abo hat und so weiter, alles gut, mach was du willst. So. Ich habe ja zeitlang mich auch für Basketball interessiert oder sowas. Mhm. Aber weiß ich nicht, so für einmal im Jahr. Aber okay, das sagt Eke, der die besondere Eigenschaft hat, und ich bin ja selber noch nicht dahinter gekommen, wie es funktioniert, dass ich ja zur Fußball-WM, ich nie Fußball gucke, aber zur Fußball-WM auf einmal alle Spieler kenne, die Position, in welchen Vereinen die spielen. Stimmt, dann bist du immer der Heavy Fußball-Nerd. So. Es ist so krass und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Namen irgendwo im Radio dann aufschnappe oder so. Ich finde es dann in dieser Zeit wahrscheinlich ist der Hyperfokus. Dann bist du in dem Moment einfach drin und dann schnappst du innerhalb von ein paar Tagen ganz kurz alles interessant. Ich denke dann auch immer so nach der, also ich muss dazu sagen, die letzte WM habe ich nicht geguckt. So. Es war so für mich einfach eine aktive Entscheidung, dass ich gesagt habe, so, ey, das ist jetzt wirklich zu krass. Aber so die ganzen Jahre davor, Alter, ich wusste immer genau, was los ist. Und ich dachte immer danach so, oh, Fußball ist ja eigentlich
doch irgendwie schon ein spannender Sport. So kann man sich ja irgendwie schon reinziehen. Vielleicht klicke ich mir doch mal so ein Abo hier. Habe ich Gott sei Dank nie gemacht. Nee, Alter, Fußball ist wirklich seltsam. Ist für Dumme, wa? Nee, richtig, es ist einfach dumm, ja. Es ist einfach seltsam. Nur Dumme gucken Fußball. Ich finde es einfach seltsam. Aber ja, gut. Ja, es ist einfach seltsam. Ich finde es einfach seltsam. Sag doch mal, das, was du außerhalb des Podcasts mal über Fußballer sagst. Ja, dass ich es nicht so gerne gucke. Gut, nächste Frage, die ich heute hier auf Lager für dich habe, ist... Wie findest du denn NFL? Keine Ahnung. Ich bin nee, warte mal, ist NFL... Ist halt, warte mal, National wir Football reden League. Jetzt über Football oder ist das Eishockey? Nee, National Football League ist Football. Okay. So, NFL... National Football League heißt NFL. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, oder? Oh, wow. Macht doch Sinn. So. Krass. Nee, ich hab noch ein Thema, über was wir sprechen können. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kriegst du aktuell? Pass auf. Ich find das eine schöne Folge heute. Ich mach einfach so random mal so Themen rein und dann gucken wir mal, wo uns das hintreibt. Kriegst du denn aktuell auch auf TikTok so sehr viele TikToks eingespielt von Skigebieten? Was? Ja, es ist aktuell... Von also Skigebieten? Ja, also eigentlich ist es ein total trauriges Thema, um ehrlich zu sein, weil da geht sehr viel um Klimawandel. So, ach ja! Wo Leute so... Eins habe ich heute bekommen. Alter, wo Leute halt wirklich tatsächlich auch aus Orten, wo ich selber... Also ich bin ja hier der große Skifanatiker. Ja, ja. Ich war schon zweimal in meinem Leben im Skiurlaub. Aber tatsächlich waren das, die TikToks, die ich gesehen habe, waren von zwei Orten, wo ich selber schon mal war. So. Okay. Und es ist richtig krass, Alter. Es liegt einfach kein Schnee dort. Es liegt einfach nichts. Und wenn, dann sind das hier nur so ein bisschen so Matschschnee in so einer kleinen Straße, wo du langfahren kannst. Ich finde das bedenklich, muss ich ehrlich gestehen. So, das macht mir schon ein bisschen Angst, gerade so, wenn du sowas siehst, weil eigentlich ja so Februar, März so die Zeit ist, wo du eigentlich immer safe bist, so, gerade in den Bergen und so. Ja, und das sind grüne Wiesen. Grüne Wiesen, nichts los. Also, unpopular Opinion, aber ich glaube... Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die vor ein paar Jahren noch den Klimawandel geleugnet haben, dass die das jetzt nicht mehr machen können. Und jetzt so sagen die gleichen Leute nur noch, ja, ne, den gibt's schon, aber der ist halt nicht menschengemacht. So, das ist jetzt gerade so der neue Spruch, weil eigentlich so kannst du das halt einfach nicht mehr wegignorieren, ne? Ist krass, ne? Ja. Das ist einfach nicht mehr machbar. Das ist völlig normal. Ich habe heute, stimmt, du hast recht, ich habe heute ein Video auf TikTok eingespielt bekommen und es war schon sehr hart sarkastisch. Mit der Musik immer dazu. Also bei mir waren die ganze Zeit nur Furzgeräusche. Ja, auch gut. Also es war irgendwie so, ja. Aber das war dieses Lied, was du gerade gesummt hast. Ja, aber als warte mal, welches Lied ist denn das? Das ist das Jurassic Park Lied, ne? Ja, stimmt. Und das mit Furzgeräuschen. Und das hat einer mit Furzgeräuschen gemacht. Ich weiß ja nicht, wie man es macht. So. So hat er das gemacht. Und dann sind halt die Leute, für alle, die das jetzt nicht in ihrem Feed haben, für alle, die jetzt nicht so einen super intellektuellen Feed haben, wie Pete den bekommt. Und ich habe ja, mein Feed ist ja dein Feed. Ja. Also mein Algorithmus richtet sich ja einfach komplett nach all diesen Videos, die du mir jeden Tag schickst. Das ist ein großer Tabi. Hey, und Blade, du kommst so gelacht, dass du mir Blade geschickt hast. Blade, ja, Mann. Blade. So, so auf jeden Fall. Für die Menschen, die das nicht gesehen haben, du hast das ja gerade schon erklärt, ne? Ja. Ja. Aber hey. Für die, die es nicht gesehen haben, spul doch nochmal 20 Sekunden zurück. Aber ich finde es gut, dass du versuchst, dieses Jahr präziser zu werden und nicht mehr zu viel zu monologisieren. Ist nicht super, ist schon ein guter Ansatz, den du machst. Ich finde, du kommst bei diesen ganzen Themen schon richtig weit, langsam. Ich finde, ja. Wenn man mir eine präzise Frage stellt, dann kann ich vielleicht präzise antworten. Okay, dann habe ich jetzt geil, ich liebe die Folge. Also ich finde die Folge einerseits so ein bisschen wild. So die ja, aber sie ist sehr normlastig. Du weißt, ich mag das nicht so. Ah. Dann müssen wir noch ein bisschen was bei dir rauskitzeln. Ja, mach nicht diesen. Schön noch ein bisschen Sack sehen. Tu mal nicht so. Mach einfach mal mit. Mann. Bist du denn schon eigentlich beim Thema Accessoires, Kleidung, Brille schon ein bisschen weitergekommen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Kannst du mir und meinen Zuhörerinnen da mal ein neues Update geben. Wie sieht es denn da gerade aus? Die Folge ist ja nicht rausgekommen, die wir dazu aufgenommen haben. Ach, stimmt. Ja. Fuck. Gut, ich glaube, die Stelle müssen wir cutten. Tut mir leid, Leute. Wir haben nämlich, so viel Transparenz zeigen wir. Wir haben tatsächlich vor kurzem mal eine kleine Folge, eine Zusatzfolge aufgenommen, die wir bewusst uns aufheben,
wenn mal einer krank ist, damit ihr nicht darunter leiden müsst und dann dieser Podcast ausfällt. Ne? Wir haben so eine quasi so eine kleine Karenztagsfolge aufgenommen. Ja, wenn mal einer morgens so, keinen Bock hat. Genau, einfach keinen Bock haben hier. Und dementsprechend haben wir wir haben viel über Mode und meine Kleidung und so gesprochen. Und ob ich mir mal eine neue Brille hole und mit ein paar Ringe und so. Ist eine Hammerfolge geworden. Ja, dementsprechend lasse ich jetzt lieber die Antwort, ne? Ja, ich würde doch cutten jetzt, ehrlich gesagt. Nee, lass mal drin. Erzähl ja weiter, hast du noch für Fragen? Was könnte ich dich noch fragen? Was ist das? Achso, hast du eine für mich? Hast du was in deinem schlauen Buch? In meinem schlauen Buch? Oh, wir hatten neulich bei Instagram, wir haben ja immer noch das Thema attraktive Männer. Ja. Und da war doch neulich ein Kommentar drunter. Und ich hab's aber vergessen. Na toll. So, und das fand ich, guck mal kurz. Und das fand ich aber ehrlich gesagt ganz gut, weil da kann man mal durchaus mal drüber diskutieren. Ja, wir hatten ja Daniel Brühl als letztes Mal, ja, das wurde ja hart diskutiert. Ja. Und ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, die meisten, also ich möchte kurz mal zwei Sachen sagen. Also Daniel Brühl bin ich halt weiterhin auch unsicher, aber okay. Oh ja. Mhm. Ich möchte kurz mal eine Sache sagen, die mir eigentlich missfällt bei diesem Thema. Und zwar diese Liste mit attraktiven Männern, die wir irgendwann mal ins Leben gerufen haben als Format. Also das Format in diesem Podcast ist ja dieses Buch hier, weil wir keine Formate haben, weil wir die einfach nicht durchziehen. Ja. Und eigentlich war ursprünglich ja mal die Idee, dass ich finde, viele Männer, die ich kenne persönlich, genieren sich und haben so Schwierigkeiten damit, über andere Männer ganz offen und ehrlich zu sagen, boah, der sieht schon gut aus. Gar nicht mal so auf sexueller Ebene oder so, sondern einfach sagen, so hübscher Mann. Wirklich attraktiv, geiler Look, cooler Style, bla. Und das auch mal so ein bisschen zu kultivieren und zu etablieren und einfach auch zu normalisieren, dass ich als Mann auch einen anderen Mann gut angezogen, attraktiv, gut aussehend finden kann und auch objektiv verstehen kann. Also wir gehen jetzt so von diesem heterosexuellen Kontext aus, ja, trotzdem auch sagen kann, oh, kann ich verstehen, dass der eine gewisse Anziehung auf andere Menschen hat. So. Und da kenne ich leider noch sehr viele Männer, die sich dabei nicht wohlfühlen, wenn sie sowas machen. Und das auch komisch finden, wenn das andere machen, ne? Du weißt, was ich meine, ne? So ein bisschen Stammtisch-Dullis. Ja. So, und deshalb dachte ich, wir rufen ja dieses Format ins Leben, weil wir das normalisieren wollen, dass wir als Männer andere Männer hübsch finden. Weil die da hier auch um Hübschheit in deinem Podcast. Und ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass in diesen Kommentaren die Männer mal drunter schreiben. Da mal Männer runterschreiben, welche und, Männer sie hübsch finden. Und was passiert? Und was passiert, das tun halt nur Frauen. Jetzt habe ich folgende Angst, und da könnt ihr ja gerne in unsere DMs sliden. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass das ja letzten Endes dann nichts anderes ist wie umgekehrt. Jetzt stell mal vor, wir würden jetzt eine Liste mit attraktiven Frauen machen. Das wäre schon irgendwie ein bisschen sexistisch, ne? Ja. Also wäre jetzt irgendwie, glaube ich, 2024 nicht mehr so der Shit. Nicht mehr so das Format, wo man jetzt so unbedingt sagen würde, alt klar, damit kriegen wir den Vogue Award dieses Jahr, aber sicher. So, oh, Alter, aber die, und der Arsch, das ist aber Bruder, der Arsch, das Gesicht nicht so, aber der Arsch, Bruder. Ich glaube, wenn wir auf dem Level, weißt du, so. Ja, und jetzt haben wir natürlich, jetzt laden wir da ein Video auf Instagram hoch, wo wir irgendwie Daniel Brühl als zwei Männer irgendwie überlegen und und dann kommen dann so Kommentare von den Frauen mit I und nee und auf keinen Fall und und dann denke ich mir so, ist nicht so die Richtung, die ich wollte. Ja, vielleicht müssen wir das aber einfach weitermachen. Ja, deshalb nochmal mein Aufruf an deine männlichen Fans und vor allen Dingen an deine heterosexuellen männlichen Fans. Traut euch und sagt uns, welche Männer findet ihr hübsch? Und ich möchte hier nochmal liebe Grüße an, wie hieß er noch? Spinner, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Einen unserer ganz treuen Hörer. Liebe Grüße. Der damals mir geschrieben hat, Pierce Brosnan. So, weißt du? Brosnan. So, der hat das gemacht, der hat sich getraut und er hat verdammt recht. Ist hier Pierce Goldeneye, Brosnan, ne? Ist hier Goldeneye. Jetzt auch, jetzt, ist, der jetzt aussieht. Ist ein britischer Gentleman. Und purer Sex. Aber Halleluja, ey. Sex, Alter. Also, Entschuldigung, aber von dem würde ich mir richtig meinen Whisky on the Rocks, rotzen lassen. Also, pass auf. Der darf mir meinen Drink spucken, Alter. Pierce Brosnan, muss ich ehrlich gestehen, ist ja britischer Schauspieler und die Briten sind sowieso geil. Man muss, aber im Alter, ne? Ja, ich fand den aber auch schon bei 007 James Bond Goldeneye und der kam ja so in den 90ern. Ja. Legendärer Film. Da war der auch schon ein ziemlich
schon Hottie, Alter. Hat ja. er schon gemacht. Die Anfangsszene, wo er da vom Staudamm springt. Nee. Genau, nee. Noch nie einen James Bond Film gesehen. Flugzeug hinterher. Noch nie einen James Bond Film gesehen. Und von daher, ey, ja, bin ich, nehmen, können aber wir können wir mit aufnehmen. Der steht auch schon auf der Liste drauf. Achso, ne, schön, ja. Schön, ist so. Top. Und finde ich übrigens auch attraktive Männer jetzt im Alter, Steve Carell. Das ist der Schauspieler von 40 Jungfrau sucht und der hat, glaube ich, auch bei Hangover mitgespielt. Und der ist jetzt auch schon so ein bisschen so ein grauer. Kenne ich, ich weiß nicht, wer das ist. So, und den finde ich, der hat auch richtig Glow-Up gehabt, weil der hat jetzt komplett graue Haare und so ein Bart. Und, warte mal, heißt der? Ja, Steve Carell. Zeig mir den mal ganz kurz nur. Oh ja. Der sieht jetzt richtig gut aus, ne? Oh ja, oh doch, von Steve dem würde ich mir so eine, so eine Versicherung aufquatschen lassen. Der ist so ein Sympath. Oh doch, ja. Übrigens, Clemens, du musst mal, wenn du dich als Reel schneidest, da immer mal so ein Bild von denen kurz drin kloppen. Ja, und damit die. Scheiß mal auf die Urheberrechte machen. Ja, einfach Getty mit Wasserzeichen. Genau. Und Rinder. Ja. Bin ich dabei. Ist ein richtig, finde ich, sehr attraktiv. Attraktiv. Und heute gesehen. Ja, hau mal raus. Heute, wo man, ich vermische das jetzt wieder alt miteinander, aber Thema Super Bowl Spot. War nämlich ein Super Bowl Spot. Hast du mir das heute geschickt? Von Dunkin' Donuts? Ja, den habe ich dir geschickt. Mit Ben Affleck. Ben Affleck, hör auch Maschine. Mir doch mal auf. Ben Affleck, Halleluja. Ey, das erste, pass auf, ich bin hier für dich und für meine Zuhörer in meinem eigenen Podcast, bin ich ganz transparent. Ich saß gerade auf Klo mit runtergelassenen Hosen, mach meinen TikTok auf, sehe, dass du mir wieder ein Video geschickt hast. Ben Affleck. Und denke mir so, was hat er denn da feinet für mich? Guck mir das an. Und das nächste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Google angeschmissen und habe geguckt, wie alt Ben Affleck ist. Der ist mittlerweile 51 Jahre. Und als ich das gesehen habe, in Verbund mit, wie er da in dem Spot auftritt, dachte ich so, alles gut. Hey, vor was habe ich Angst? Alles gut. Ist doch alles super. Alles gut. Das kann nur besser werden. So, ja. Hammer. Hammer. Hat mich und unfassbar. Ben Affleck, muss ich sagen, Ben Affleck war eine der... Erstmal ganz kurz, Ben Affleck. Weil pass auf. Das Ding ist, Ben Affleck hat eine besondere Rolle in meinem Leben, nämlich ich mochte den nie. Oh. Ja, ich fand den schrecklich, langweiliger Schauspieler, dachte ich früher mal so, und unsympathisch und so weiter. Bei Pearl Harbor war er auch komisch. Und ich konnte den irgendwie, ich hab den irgendwie immer so eingeschätzt, dachte ich so, dass der so ein arrogantes, cremiger Boy ist, der ein bisschen gut aussieht und so, ne, so aus der Zeit, wo der auch noch nicht grau war und kein Bart hatte, so, der hatte einfach so diese perfekte Hairline gehabt und glatt rasiert immer und so. Und dann habe ich irgendwann aber rausgefunden, dass der ja nicht nur Schauspieler ist, sondern auch ein herausragender Drehbuchschreiber ist und Filme macht und unter anderem ja auch nicht alleine, aber Good Will Hunting zum Beispiel gemacht hat. Ach, das wusste ich gar nicht. Und das ist ein ja unfassbar krasser Film. Für Dicke, also den sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Muss ich mal angucken. Mit Matt Damon. So. Der übrigens, Matt Damon zum auch Beispiel. Auch mit dem Spot mit dabei war. Matt Damon ja. Übrigens einer, tut mir leid, Matt, Alter. Ja, Matt Damon hat aber auch das Problem, der fährt Rennrad. Der hat eine schnelle Brille auf. Der hat eine schnelle Brille auf. Ja, aber Matt Damon bei das Bourne-Ultimatum oder die Bourne-Identität fand ich ihn damals schon sweet so. Muss ich sagen, fand ich cool. Aber, Matt Damon aber so jetzt wird der langsam zu so einem. Ja, irgendwie geht das so, weiß ich auch nicht. Nein, Ben. Nee. Doch. Matt. Matt Damon. Matt Damon. So. Aber. Und dann habe ich das rausgefunden über Ben Affleck und dann habe ich auf einmal nochmal so ein paar andere Filme geguckt, die irgendwie krass waren mit ihm. Ich war ja dann so ein bisschen mit der Batman-Rolle nicht zufrieden, aber man muss im Nachhinein sagen, und das schätze ich auch sehr an ihm, ich glaube, dass er damit auch nicht zufrieden war. Und dann finde ich es schon wieder irgendwie in Ordnung. Okay. Ja, das, ich glaube, dass der sich auch so denkt, ja, ey, wenn einer kommt, und das verstehe ich auch, wenn einer kommt und sagt, ey, Ben, willst du Ben-Man, a.k.a. Batman werden, so hast du nimmst Bock? Du mit. Dann machst du das. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, willst du Batman spielen? Nee, dann würde ich sagen, ich spiele nicht Batman, Bro, ich bin Batman. Oder hast du mich und Batman schon mal zusammen in einem Raum gesehen, würde ich dann sagen. So, aber ich glaube, dann nimmst du das mit. Und das hat er gemacht und das ist irgendwie auch in Ordnung. Aber es war halt scheiße. Wisst ihr, seitdem mir Ben Affleck richtig sympathisch geworden ist, seitdem es diese GIF oder diese Meme von ihm gibt, wo er draußen steht und eine Kippe raucht. Und das ist, darauf verdient mich gerade hin. So, das Geile ist, Herr Ben Affleck hat ja aktuell so ein bisschen so das Image von dem absolut angekotzten, ich habe überhaupt keinen Bock auf eure Hollywood-Scheiße, lasst mich hier in Ruhe meine Zigarette rauchen. Er steht ja ständig irgendwo an einem Ausgang und guckt völlig gestresst und raucht eine Kippe.
und hat dabei so diese krassen Wangenpartien und diese Wangenknochen und diese Gesicht. So, und dann macht er diesen Super Bowl-Werbespot, der so albern ist und so lustig und wo er sich so zum Kloppi macht einfach. Hast und du, das fand ich super sympathisch. Hast du den Film über die Entstehung der Nike Air Jordans gesehen? Nein. Den hat ja auch Ben Affleck gemacht, den Film. Ist das ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm? Film. Ist ein richtiger Spielfilm. Mhm. Der heißt Air. Läuft, keine Ahnung wo. Air oder A-I-R? A-I-R. Air. Air, ne? Wie die Air Jordans. Oder der Buchstabe R. Wie die Air Jordans. Und dort spielt Ben Affleck auch mit. Und Matt Damon spielt auch mit. Achso, ja, die sind ja auch Homies. Ey, Alter, und was soll ich sagen? Ben Affleck in dem Film auch todeslustig, Mann. Ja, der ist cool. Der ist der lustige cool. Typ. Und was ich auch an Ben Affleck auch irgendwie feier, ist, dass der mit J-Lo wieder zusammen ist. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, ey, das ist jetzt hier so ein wie sagt man dazu? So ein Gossip-Podcast, ja? so ein Society-Podcast. Wie sagt man denn dazu? Genau so sagt man. Bild, Glamour, Bild, nicht Boulevard. Ja. Ein Boulevard-Podcast. Oh, ey, das ist geil. Aber ich kann, mit meinem Podcast machen, was ich will. Das ist dein Podcast. Hübsche Söhne, der Boulevard-Podcast von nebenan. Lanz, was sagst du dazu? So. Ja? Weil ich finde ja geil, so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber das ist ja ein Boulevard-Podcast. Da geht es ja hauptsächlich um irgendwas zu behaupten und dann kurz zu tun, als wäre es so. Ich behaupte ja, dass das stimmt. Dass als die damals auseinandergegangen sind, einer der Gründe dafür war, dass J-Lo Ben Affleck einfach richtig doll auf den Sack gegangen ist. Also die waren 100% wartet so, dass der so dachte, Mann, Alter, ey, das ist mir hier alles zu anstrengend und irgendwie bist du mir zu maulig und bla. Und du bist echt so wundervoll und J-Lo ist ja auch wirklich irgendwie auch krass, krasse Schauspielerin, krasse Sängerin und coole Frau irgendwie so. Ich mag ja J-Lo. Und ich finde es irgendwie geil, dass die dann jetzt wieder zusammen sind. Gibt es doch auch diesen kurzen Videoausschnitt. Dass der einfach sich so denkt so, ja, die geht mir zwar irgendwie auf den Sack, aber ich lieb die. Ich lieb die einfach. Wir waren jetzt auseinander, so irgendwie war es auch besser, als wir auseinander waren, so. Aber irgendwie, ich lieb die. Ich will die halt so. Kennst du dieses Video, wo er ihr die Tür aufmacht? Wo die zusammen zum Auto gehen? Und er sie läuft, ihn irgendwie anmault wegen und irgendwas. Er läuft vor, macht die Tür auf, Schatz, steig ein und haut die Tür zu. Ja, genau. Ich sage dir, der ist richtig genervt von der den letzten Tag. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht so mal so Bartshit machen zwischen Mann und Frau. Aber als ich diesen Videoausschnitt gesehen habe, ich konnte damit relaten, weil ich glaube, jeder, sowohl Frau als auch Mann, hatte diese Situation wahrscheinlich schon mal in seinem Leben, dass man sich gedacht hat so, ich liebe dich über alles, aber hier mir bitte nicht auf den Sack, Alter. Alter, sei jetzt ruhig. Sei jetzt einfach ruhig. Ich hol gleich ein Kissen. Ja. ja. So, und das fand ich zutiefst sympathisch, muss ich sagen. Ja, irgendwie Ben Affleck, das ist halt irgendwie, ne? Ist netter. Und ich finde, so langsam fängt man so an, weil du gerade meintest so, man guckt die sich jetzt an, der ist 51, der ist schon grau und irgendwie noch cool und so. Ich finde, so langsam entwickeln sich bei mir wieder so Vorbilder und Role Models. Jetzt hatte ich ja, als Jugendlicher hat man das ja irgendwie, also viele, ich auf jeden Fall. Nelly Tupac. So, genau. Die ganzen Rapper damals, die ganzen 90er-Rapper. So mit dem Pflaster unterm Auge rumgelaufen. Nee, aber wir hatten ja alle diese tollen Hip-Hop-Klamotten an. Ja, so und dann finde ich, hat das bei mir irgendwann nachgelassen. So in Mitte 20, Ende 20, in den jetzt 30ern und so, war irgendwie nicht mehr so. Und jetzt gucke ich mir die alle so an. Steve Carell, Pierce Brosnan. Ben Affleck, dann auf jeden Fall hier noch, wie heißt er, den ich immer so toll finde, hier Deadpool, guck mal, nicht mehr. Ja, Reynolds. Ryan Reynolds zum Beispiel, auch so ein Typ, den, ich weiß ja nicht, wie alt der ist, aber der müsste auch so Anfang 40, Mitte 40 sein, wa? Mitte, Ende 40. Ende schon? Ja, pass mal auf. So, aber auf jeden Fall graut der ja auch langsam schon so ein bisschen an und so. Und auch da denke ich so, Alter, cooler Typ, Mann. Coole Sau, einfach, ne? Coole Sau. Die sind alle cool. Und dann denke ich mir auch, genauso wie du gerade gesagt hast, ey, alles gut, Mann. Ich bin auch cool. Weil ich immer in deinem Podcast Gast bin jede Woche, weißt du? Da finden mich ja die Leute auch cool für. Dass, die fragen dass auch oft danach, so, wie, ob du, also ich kriege immer nach wirklich jeder, so cool bin im echten Leben. Nee, die fragen mich nach jeder Folge, wird gefragt, ob du nächste Folge wieder da bist. Und dann sage ich, ja.
Oh, vielleicht lädst du mich wieder ein, wa? Ja, ich mach das ja so, ne? Ich lass dich ja immer so ein bisschen hängen. Ja, ich weiß das ja nicht. Ich krieg ja, ja, ja dann immer eine Stunde vor Aufnahme. Norm, hast Bock? Ich bin immer fresh und schon angezogen und so. Und dann kommt immer so, ja, los, okay, du darfst. Und dann fahr ich schnell los. Apropos Ryan Reynolds, da kann ich, das stelle ich jetzt die dritte und letzte Frage. Oder die, weiß ich nicht, wie viele Frage das jetzt ist. Diese Mitte diesen Jahres kommt ein neuer Deadpool raus. Ja. Film. Ja. Gehen wir zusammen ins Kino? Oh, sehr, sehr gerne. Also bringst du mich hin? Ich fahre dich hin und dann hole ich dich danach wieder ab. Hm. Nee, aber gehen wir zusammen ins Kino, gucken uns den an? Ja, geil. Gerne. Waren wir schon mal zusammen im Kino? Nee, doch. Wir waren einmal zu, wie hieß denn dieser Horrorfilm? The Descent. Ja, nee, ich weiß. Es doch, war das The Descent, wo die in der Höhle standen? Genau, es gab einen Film. Lästige Story, Alter. Wir, Norm und Ecke, sitzen im Kino. Ja. Damals mit Begleitung, in Begleitung. Natürlich. Und haben uns aber natürlich so hingesetzt, dass Norm und Ecke zusammensitzen konnten. Das heißt, unsere Begleitungen saßen immer links und rechts. Wir waren übrigens schon zweimal im Kino. Wir haben nämlich auch Rapunzel neu verföhnt geguckt von Pixar. Ja, das müssen wir jetzt hier nicht erzählen. Wieso? So. Auf jeden Fall, dieser Horrorfilm, und wir sitzen da drin. Ich hasse ja Horrorfilme. Ich hasse Horrorfilme. Ich gucke keine, finde ich ja eine Horrorfilme. Aber ja, wir haben uns den angeguckt. Dann gab es eh eine Szene. Wo irgendwie eine Person unten an einem Wasserfall stand und so diese Klippe hochguckte. Und Norm und Ecke in dem Moment gucken uns an, fangen richtig laut an zu lachen, dieses komplette Kino zugebrüllt. Unsere Begleitungen guckten etwas verdutzt zu uns rüber und fragten sich, was ist denn jetzt mit den zwei Affenköpfen los? Und dann geh ich nur so ganz leise zu Norm ans Ohr und sag so, hey, stellst du dir auch gerade vor, was ich mir vorstelle? Und Norm nur so, ja, ja, stellst du dir auch gerade vor, dass das Kamerateam oben an der Klippe steht und runterpinkelt? Richtig kindische Scheiße. Aber das und war, du hast genau das gleiche gesagt. Alter, das war wirklich dieser Kinobesuch. Wir konnten nicht mehr, ne? Also es war wirklich schlimm, da noch die Ernsthaftigkeit zu behalten. Weiß ich nicht, 19 oder so, wenn Alter, überhaupt. Naja. So, aber was halt, man muss halt dazu sagen, es war ja so ein dünner Wasserfall. Also, das sah ja wirklich aus so wie so einzelne Strullerstrahlen, irgendwie so ein bisschen, ne? Oh, aber wir hatten in diesem Rapunzel-Film auch so eine Situation, aber die fällt mir nicht mehr ein. Aber ich weiß noch, irgendwas gibt es in dem Rapunzel-Film, passiert irgendwas mit einem Ruderboot auf dem Wasser. Okay. So. Und da gab es auch irgendeine Stelle, wo wir beide auch so losgebrüllt haben vor Lachen. Ja, pass auf, wir beide gehen dieses Jahr im Sommer E-Mail zusammen zu Deadpool 3. Weißt du, wann kommt der raus? Der kann man sonst immer am Valentinstag raus. Im Sommer. Oder? Ach, im Sommer. Raus, keine Ahnung. Ja, da spielt ja auch wieder Wolverine eine Rolle. Ja, ich habe heute den Trailer gesehen. Was ist denn mit Hugh Jackman eigentlich? Ja. Kommt auch auf die Liste, wa? Richtig, dick unterstrichen. Allein schon, weil der so ein krasser Typ ist, weil der hat sich ja, glaube ich, schon öfter jetzt mal aus so einem Hautkrebsding rausgekämpft, so. Ach so? Ja, ja. Und dafür gibt es einfach auch dicke, fette Props. Und ja, doch, Hugh Jackman ist, der ist wie ich. Ja? Ich musste gerade gleichzeitig an den Film denken, wo er diesen Sack am Hals hat. Wie war das denn? Das war so eine schräge Komödie gedreht. Ich komme gerade leider nicht auf den Titel des Films. Müsst ihr mir mal irgendwie in die Kommentare hauen. Es gibt so eine Komödie und die besteht eigentlich aus einer Aneinanderreihung von Sketchen eigentlich. Da sind so kleine Kurzfilme drin. Warte mal kurz. Das ist irgendwie Movie. Date-Movie? Kann das sein? Weil es geht ja irgendwie um Dates in dem Film. Scary-Movie ist es auch nicht. Nee, aber warte nicht. Da spielen ganz viele Leute mit, ne? Ja, ganz viele bekannte Schauspieler. Und dann haben die immer so 15-minütige Kurzfilme gemacht quasi. Full-Movie? So, und dann gibt es halt diesen Kurzfilm und Hugh Jackman trifft sich mit irgendeiner Frau in einem Restaurant halt auf ein Date. Und der hat halt so einen Schal noch um, so ein Halstuch und so. Und dann setzt die sich wieder hin. Das ist so random. Ja. Das ist so random. Und da setzten die sich beide hin und er sieht super gut aus, ne? Also wie Hugh Jackman halt aussieht, so super attraktiver Typ, geil angezogen, sie auch, klasse Frau und so. Und dann setzen die sich hin, er ist super sympathisch und so. Und dann macht er so sein Halstuch ab und dann hat er einfach so einen Hodensack Full am Movie, Hals oder? Heißt das nicht Full Movie, das Ding? Entschuldigung. Irgendwas mit Movie. Ey, Alter, ich komm jetzt gerade nicht drauf. Oh, den muss ich nochmal gucken. Oh, und dann hat er diesen Sack am Hals, Alter. Es ist großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eh schade, dass wir das nicht zumindest miteinander teilen. Weil die Reels, die wir uns immer hin und her schicken, ne? Mhm. Die bestehen ja zu 99% aus Dünnschiss. Mhm. Also du hast mir jetzt noch nie irgendwie ein trauriges Video geschickt oder ein politisches Video oder so. Ich habe dir heute eins geschickt über diese Tinder-Date-Sache.
Das fand ich, ja, okay. Fand ich herzergreifend. Das war auch irgendwie, das habe ich übrigens auch gesehen. Und ich finde das immer spannend, wenn du mir sowas schickst, weil ich ganz oft in solchen Situationen denke, oh, das würde ich dir jetzt auch gerne zeigen, aber das ist jetzt nicht beklopptet und nicht lustiges und nicht, dass dir das zu viel ist. Du kannst immer mit emotionalen Kram zu mir kommen. Kann ich gucken, ja? Klar. Kann ich machen, gut. So, und auf jeden Fall, wir reden ja immer viel darüber, warum wir so viele Sachen nicht miteinander machen und teilen und kein gemeinsames Privatleben so richtig haben, ne, bla bla. Und diese so lustige Filme angucken, oder generell gemeinsam Zeit verbringen und bei irgendwas zu lachen oder auch zu welchen Comedy-Shows zu gehen oder so. Eigentlich finde ich, wäre das schon irgendwie was für uns. Weil ich meine, ich sage nur. Ja, warum machen wir das nicht? Und ich hatte, kann mich noch erinnern, ich habe hier, wir haben ja hier im Studio diesen großen Fernseher. Ja. Und da hängt, glaube ich, auch so ein irgendein Dongle dran, womit man hier Netflix empfangen kann oder einen Laptop kann man anschließen oder irgendwas. Und ich kann mich erinnern, dass ich hier mit meinem Kumpel Ole, liebe Grüße, wir haben uns hier schon mal getroffen abends und haben den aktuellen Jackass-Film zusammengeguckt. Und das war großartig. Ah. So was, weißt du? Dass wir hier eine Movie-Night machen. Warum nicht? Ich wüsste jetzt nicht wann und wie und wo und weshalb, aber ja. Klar. So, und dann kann ich vielleicht auch den Deadpool-Film auch irgendwo illegal aus dem Internet runterladen. Und dann gucken wir den hier. Ja. So aus dem Kino abgefilmt. So wie früher. Weißt du, mal so einer aufsteht und durchs Bild läuft. Wie früher, und so, mit schlechten Tonen und so richtig alle blöd. Und ab und zu so englische Stellen in der deutschen Fassung. Ja, und nach der Hälfte hängt die Kamera schief. Ja. Man sieht oben nicht mehr ganz alles, aber ist ja. Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir uns, wenn wir uns früher zusammen getroffen haben, uns auch gerne mal so eine Fail-Compilation zusammen angeguckt haben. Ja, aber dafür, das ist ja quasi TikTok heute. Ja, deswegen, also ja. Deswegen sage ich ja. Vielleicht treffen wir uns doch einfach mal zusammen, gucken und gegenseitig TikToks an. So, jeder zeigt dem anderen mal seinen TikTok. Ja. Naja, ist ja das Gleiche bei uns wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, auch diese Tinder-Video habe ich heute bekommen. Ja, ich glaube, jeder hat so seine eigene Prise noch. Ja, mich würde mal interessieren, wo so deine Abschweifungen sind, ob bei dir noch irgendwie so Eisenbahn-Content mit bei ist, der bei mir nicht ist. Ja, ja? Doch. Ich habe auch ganz viel Flugzeug-Content. Ja? Ja, ja. Ach krass. Ganz viel Flugzeug-Content auch kriege ich immer. Ich habe halt sehr viel Musik-Content, den hast du dann vielleicht nicht so viel, oder? Weiß ich nicht. Nicht so. Was ich gerade ganz krass reinkriege, ist so ein Typ, der macht immer for free die Vorgärten ordentlich von Leuten. Ah, ey, okay, lass uns doch mal kurz, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Lass uns doch noch mal kurz einen Algorithmus-Abcheck machen. Okay. Was so dein Algorithmus gerade macht und meiner. Fing eigentlich interessant, okay. Was so dein Algorithmus gerade ausspuckt. Also ich muss sagen, bei mir, mein Instagram-Algorithmus unterscheidet sich ein bisschen von meinem TikTok-Algorithmus. Ja. Mein Instagram-Algorithmus ist ein Mix aus deinen Videos, ich weiß ja nicht, wie ich die beschreiben soll, weil du mir die absurdesten Sachen einfach schickst. Irgendwelche Katzen, die Ciao Miau sagen oder so, oder Küsschen, hab heute wieder flauschig den Tag verbracht, Küsschen. Oder den lachenden Huhn neulich. Ja. Ey. Das lachende Huhn und sowas kriege ich halt von dir und das rutscht mir dann halt auch immer so, oder Regel Nummer 5 natürlich. Ja, klar. Und dann habe ich aber so super viel von diesem Ästhetik-Content auf Instagram. Was ist ein Ästhetik-Content? Ja, Leute einfach einen wunderschönen Raum filmen, mehrere Schnitte oder sonnendurchflutet oder so Outfits und so ein Zeug halt so. Okay. Das ist mein Instagram. Wie ist dein Instagram? Mein Instagram besteht ganz viel aus Slow-Mo-Videos von Motorradrennfahrern. Ach, das ist interessant, krass. Weil Motorrad kriege ich gar aber nicht. So richtig, aber also tatsächlich jetzt nicht so auf Assi, sondern richtig geil gefilmt so. Mhm. Dann ganz viel Porsche, so alte Porsches. Mhm. So alte, alte so aus den 80ern, 90ern oder so alte Ferraris so. Kriege ich auch manchmal. Kriege ich ganz viel. Bei mir viel Mercedes. Mhm. Ich habe so viel Ferrari F40, Porsche 911 und so. Mm. Dann habe ich ganz viel tatsächlich Fotozeug so. Leute, die irgendwie so Fotos machen. Ah, ja. So Fotoshit. Mhm. Habe ich viel Video. Ich habe viel das, was du an Fotos bekommst. Habe ich so als Video-Editor, Leute. Mhm. Ja, dann auch viel Quatsch. Hier Arschbulette, so heißt der Account. Mit den sprechenden Katzen. So Liebig über alles. Ja. Ja, so das ist so. Das ist so Großteil meins. Okay, und TikTok? Bei TikTok habe ich gerade, also was jetzt gerade die letzten Tage bei mir richtig heavy ist, ist dieser Trend, dieser Tanz, der gerade getrendet ist, mit diesem Ledergürtel um Hals. Ja. Boah, Alter. Mhm, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Und ich fand es die ersten 2 Tage irgendwie cool, muss ich sagen. Dachte ich, ach, es war nett. Und man ist ja dann noch immer, ich bin ja dann noch mal aufgeregt und will dann sehen, okay, wie interpretieren das andere und so. Jetzt sitzt mir langsam auf den Keks.
Ja, okay. Dann habe ich bei TikTok sehr viel, wie gesagt, so satisfying Content drin. Also so einer, der den Teppich sauber macht, der eine macht den Vorgarten. Oh. Oder einfach so richtig dumm, wie so Sachen poliert werden oder so. Oh. So ein Zeug halt. Ich also sowas. Habe ich ganz viel. Da habe ich dir ja neulich diese Nachricht geschrieben, das ist wirklich mein absoluter Lieblingscontent. Wirklich auf Platz 1. Könnte ich mir eine ganze Nacht am Stück angucken. Ist wie irgendein Typ auf dem Großmarkt steht und ein Küchengadget verkauft. So ein Sparschäler. Und ich dir neulich geschickt habe. Hast du gesehen? Ja. Ey, einfach so ein Typ, der steht dort eine halbe Stunde mit Akzent und der sich spielt, der Akzent. Sag mir nichts, wo du herkommst, Bro. Du bist einfach, du bist ein ganz normaler und Matthias irgendwo aus Russland, ne? Alter. Und der macht so, hier, schneide da mit dem schnellen Messer, zacke, zacke, bum, bum und zack. Und dann schnippelt dir da, Alter, die Kartoffelscheiben fliegen durch die Gegend, Alter. Zack, 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 zack. Dann drehst du die rein, dann machst du hier Kringelchen, machst du hier, kannst du zusammenstecken auf jeder Party einen Hit und bla. Dann verkauft dir einfach so einen Sparschäler. Oder kennst du diese Leute, das gibt die so einen kleinen Teller haben? Der so eine Reibe ist, wo man so Knoblauch und Zwiebeln und so drauf reiben kann. Nee. Das ist einfach ein Keramikteller und der hat in der Mitte so ein paar kleine Kantenspitzen einfach drin. Kenn ich nicht. Und das war's. Das ist ja und das ist aber die allerkrasseste Reibe der Welt, Alter. Die zerreiben hast dann mit Knoblauch alles. Hast du schon überlegt zu kaufen? Ey, es ist so schlimm. Ich dürfte nicht an diesen Märkten vorbeigehen. Aber ich liebe das und mein Guilty Pleasure. Ich habe früher, als es noch kein digitales Fernsehen gab, alles noch analog war und die guten alten Werbespots Teil deines Lebens waren. Hm. Wie sehr ich diese Hotline-Werbespots geguckt habe. Nee, nicht QVC, sondern wirklich diese Hotline-Spots. Ah, ruf jetzt an und du kriegst noch einen zweiten Zwiebelschäler mit dazu. Genau die. Ja. Die. Und diese, wo die dann diese CDs hat mit den 100 CDs. Die besten Rockets. Den super duper Sampler. Ey, wirklich, ich habe ja als Kind, ich war ja schon immer super musikfanatisch, ne? Schon als Kind. Und ich habe einfach diese Werbespots geliebt, weil ich war noch zu klein für Viva und MTV. Mhm. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach Musik zu entdecken. Also du musst dir vorstellen, die haben ja die Songs immer so angespielt. Also es gab ja irgendwie so diese Rock. Irgend so eine Rock-Compilation gab es immer. Die Bravo, besten Classic-Rocks. Ja. Bla bla, genau, Kuschelrock gab es. Und dann hast du da die 10 CDs mit den besten Classic-Rock-Songs gehabt und dann haben sie da irgendwie von Aerosmith bis, keine Ahnung was, AC/DC immer die Songs angespielt. Und ich fand das so geil. Also so habe ich so Bands entdeckt. Ich habe wirklich da so stundenlang davor gehockt, weil die haben ja die Werbung immer im Loop abgespielt. Und wenn du jetzt anrufst und bla, und dann gab diese Schäler und Mixer und Geräte und wartet nicht alle früher damals ja ab. Liebig. Oh. Liebig. Und das ist für mich so ein bisschen dieser Typ, der auf dem Markt steht irgendwo und so einen Sparschäler verkauft, dir dazu noch so ein Ding schenkt wohlmerkt, was du in so eine Zitrone drin steckst und dann läuft da so der Zitronensaft raus, weißt du, wie so zum Ausgießen, so ein Froppen, den kriegst du kostenlos dazu. Und das Teil, womit du so Kringel aus jedem Ding schneiden kannst, du kriegst du auch kostenlos. Okay. Du kaufst nur den Schäler. Der Schäler kostet 20 Euro. Ich hab schon verstanden. Der Schäler, ist geil. Der eigentlich 1 Euro in jedem Supermarkt kostet. Wo du gerade zum Thema, und dann bin ich auch durch mit meinem TikTok-Update, ist mein letztes, was ich gerade ganz viel auch kriege, ist indische Streetfood immer noch. Ja, aber das ist hart. Ja, fasziniert mich trotzdem. Fasziniert mich, wie man aus einer alten Autofelge. Ja. aus einer alten Autofelge und ein Stück Draht, wie man da so ein Rührei zaubern kann. Das ist wirklich krass. Es ist so ekelhaft, wirklich so krass. So, und jetzt pass mal auf. Lass uns das mal als Beendigung dieser Folge machen. Ich finde, wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Format. Und ich finde, den wöchentlichen Algorithmus, das wöchentliche Algorithmus-Update, finde ich ja fast schon mit dem Format des hübschen Mannes oder hübschen Männerliste, finde ich irgendwie spannend. Aber ich weiß nicht, ob sich der Algorithmus jede Woche verändert. Ich glaube, einmal im Monat reicht, oder? Nee, warte mal. Nein. Oder willst du so ein TikTok-Recap machen, einfach so wird die Woche so das Ding machen? Weil dann fühlt man sich auch nicht so schlecht, dass man nachts abends im Bett liegt so und eigentlich pennen will. Ja, weil man das ja dann für die Arbeit macht, ne? So, ja. Ja, ja. Vielleicht ist das ein Format, was die Leute... Lass uns doch mal über Drogen sprechen. Vielleicht ist das was. Mich würde mal interessieren, ob überhaupt deine Hörer
Innens. Ja, 100%. Auf TikTok und so unterwegs sind viel. Definitiv. Ja? Klar. Und so Reels gucken und so? Ach, natürlich. Okay. Ja, dann bitte, dann related doch mal mit uns. TikTok, ja, nein. Schreibt mal Piet eine Nachricht, ob ihr den wöchentlichen Algorithmus-Check haben wollt. Ja, genau. Slidet mal meine DMs und dann frage ich mal Norm, ob er bei der nächsten Folge wieder mitmachen will. Warum ist denn das jetzt eigentlich mein Podcast? Aber weißt du was? Mach doch mal hier die Beendung. Mach doch mal die Verabschiedung von meinem Podcast. Jawohl, wenn du das sagst, mal mach jetzt mal die Verabschiedung von meinem Podcast. Leute und Leutinnen, das war jetzt wieder eine neue Folge vom Hübsche Söhne Podcast. Das ist der beste, relevanteste und exklusivste beste Freunde Podcast auf ganz Spotify. Jede Woche Donnerstag sitzt hier Piet in seinem Podcast und lädt einen besten Freund ein, den er hat. Und interviewt ihn. So. Und wenn ihr wissen wollt, wer nächste Woche da ist und hier sitzt, von Piets besten Freunden, dann würde ich euch empfehlen, nicht nur einfach einzuschalten, sondern auch jegliche Glocken zu drücken, diesen Podcast zu abonnieren. Auch wenn ihr das auf Spotify jetzt hört, abonniert trotzdem mal YouTube und auf Apple Podcast, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Ihr könnt Sterne verteilen, das solltet ihr tun. Und vor allen Dingen lobpreiset uns in allen sozialen Netzwerken. Macht bitte, ja, wofür wir auch geboren sind und wofür Piet diesen Podcast macht, nämlich für Lobpreisung. Und Fame. Fame, Lobpreisung, Bekanntmachung. Schiebt das Ding in eure Storys. Ich möchte mich selber zitieren. Ich möchte Ergebnisse sehen, Leute. Dankeschön. Und bleibt hübsch. Großartige Folge. Ja? Ja, jetzt nicht besonders tiefsinnig. Ja, aber die war so richtig. Aber ihr habt mir Spaß, also mir hat diese Gespräch, hat die Spaß gemacht? Mir hat diese Gespräch mit dir Spaß gemacht. Mir war sehr normlastig, weil was ich schade fand ist, du hast mir halt viele Fragen gestellt und ich habe irgendwie oft den Moment verpasst, dir die Fragen zurückzugeben. Das sollte ich in Zukunft mal ein bisschen mehr sexuellere Fragen stellen vielleicht? Was du willst. So, ich kann ja immer noch nie sagen. Hauptsache die Fragen sind präzise. Ja, okay. Hast du heute möchtest hier du schon lieber einen rosanen oder einen schwarzen? Nein, okay. Gut, ja, random Folge mit ultra vielen Themen. Ich glaube, da können wir richtig viele Reels draus basteln. Also Clemens. Und ja, ich muss los. Ist da eine Linsensuppe war im Auto?